Die gestiefelte Katze von Charles Perrault. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Müller hinterließ bei seinem Absterben seinen drei Söhnen nichts weiter als seine Mühle, seinen Esel und seine Katze. Die Teilung war bald gemacht, und man brauchte weder Gerichtsschreiber noch Advokaten dazu, die von dieser kleinen Erbschaft gewiss nichts übrig gelassen hätten. Der älteste Sohn bekam die Mühle, der zweite den Esel und der jüngste die Katze. Der letzte war mit seinem kleinen Erbteil wenig zufrieden. »Meine Brüder«, sprach er, »können ihr Leben auf eine gute Art hinbringen, wenn sie beide gemeinschaftliche Sache machen. Aber wenn ich meine Katze verzehrt und mir einen Muff aus ihrem Felle gemacht habe, so bleibt mir nichts übrig, als Hungers zu sterben.« Die Katze hörte diese Rede aufmerksam mit an und sagte mit einem gesetzten und ernsthaften Wesen zu ihrem Herrn, »Lieber Herr, bekümmert euch nicht so sehr. Gebt mir nur einen Sack und lasst mir ein paar Stiefelchen machen, damit ich in den Wald gehen kann, und ihr werdet finden, dass ihr nicht so arm seid, als ihr glaubt.« Der arme Müllerssohn rechnete nun zwar nicht sehr auf diese Versprechungen, indes wusste er, dass seine Katze gar sehr schlau war und die Ratten und Mäuse mit mancherlei List übertölpelte, und so hegte er einige Hoffnung, dass sie ihm vielleicht in seinem Unglück nützlich sein könnte. Er gab ihr also, was sie verlangte, und sie zog mutig ihre Stiefelchen an, hing den Sack an ihren Hals, nahm die Riemen in ihre Vorderpfoten und marschierte so auf einen Berg, wo es eine große Menge Kaninchen gab. Sie steckte Kohl und Kleien in ihren Sack, streckte sich aus, als wäre sie tot, und wartete, dass ein junges, mit der List der Welt unbekanntes Kaninchen hineinkriechen sollte, um den Kohl darin zu fressen. Sie durfte nicht lange warten. Kaum hatte sie sich hingelegt, so kroch ein junges, unbedachtsames Kaninchen in den Sack. Die Katze zog sogleich die Riemen zu, packte und würgte es ohne Umstände. Nun ging sie, stolz auf ihre Beute, zum Könige und bat um Audienz. Man ließ sie in das Gemach seiner Majestät, wo sie einen tiefen Bückling machte und sagte, »Ich bringe eurer Majestät hier ein Kaninchen, welches der Herr Graf von Carabas, diesen Namen fand sie für gut, ihrem Herrn zu geben, mir aufgetragen hat, ihnen zu überreichen.« »Sage deinem Herrn«, antwortete der König, »dass ich ihm danke.« Ein andermal ging die Katze ins Korn mit ihrem offenen Sacke am Halse. Zwei Rebhühner krochen hinein. Sie zog die Riemen zu und fing sie alle beide. Hierauf ging sie wieder zum Könige und brachte sie ihm wie das Kaninchen. Der König nahm auch die beiden Rebhühner gnädig an und ließ ihr ein Trinkgeld geben. So fuhr die Katze zwei oder drei Monate fort, dem Könige immer von Zeit zu Zeit Wildbret aus dem Forste ihres Herrn zu bringen. Als sie nun eines Tages erfuhr, dass der König mit seiner Tochter, die eine wunderschöne Prinzessin war, eine Spazierfahrt am Ufer des Flusses machen wollte, sagte sie zu ihrem Herrn, »Wenn ihr heute meinen Rat befolgen wollt, so ist euer Glück gemacht. Badet euch in dem Flusse, an der Stelle, die ich euch zeigen werde, und dann lasst mich nur machen.« Der Graf von Carabas tat, was ihm seine Katze riet, ohne zu wissen, warum. Als er sich badete, kam der König vorbei, und die Katze schrie aus Leibeskräften, »Hilfe, Hilfe, der Herr Graf von Carabas ersäuft!« Auf dieses Geschrei steckte der König den Kopf zum Wagen heraus und erkannte die Katze, die ihm so oft Wildbret gebracht hatte, und befahl seiner Leibwache, dem Herrn Grafen beizuspringen. Unterdessen man ihn nun aus dem Flusse zog, näherte sich die Katze dem Wagen und sagte dem Könige, dass während ihr Herr sich gebadet, Diebe gekommen und ihm seine Kleider gestohlen hätten, ob sie gleich aus allen Kräften um Hilfe gerufen. Aber sie hatte sie weislich unter einem großen Steine versteckt, um sie nicht sehen zu lassen. Sogleich befohl der König seinem Bedienten, das schönste Kleid aus seiner Garderobe für den Herrn Grafen Carabas zu holen.
Der König erzeigte ihm alle nur möglichen Höflichkeiten. Da nun die schönen Kleider, die er jetzt bekam, ihm sehr wohl standen, denn er war von Natur schön und wohlgebaut, so fand ihn die Prinzessin sehr nach ihrem Geschmacke. Und da sie der Graf von Carabas einigemal ebenso zärtlich als ehrfurchtsvoll angeblickt hatte, wurde sie verliebt in ihn bis über die Ohren. Der König bot ihm seinen Wagen an und ersuchte ihn, an seiner Promenade teilzunehmen. Die Katze war außer sich vor Vergnügen, da sie sah, dass ihre List wohl gelang, und lief voraus. Und da sie einige Bauern antraf, die eine Wiese mähten, sagte sie zu ihnen: »Ihr guten Leute, wenn ihr dem Könige nicht sagt, dass die Wiese, die ihr hier mäht, dem Herrn Grafen von Carabas gehört, so werdet ihr in Kochstücke zerhackt, das will ich euch nur sagen.« Da nun der König kam, frug er die Mäher, wem die Wiese gehörte, die sie mähten. »Dem Herrn Grafen von Carabas«, antworteten sie alle einmütig, denn die Drohung hatte ihnen bange gemacht. »Sie haben hier eine schöne Besitzung, Herr Graf«, sagte der König. »Wie Ihre Majestät sehen«, antwortete der Graf. »Diese Wiese trägt alle Jahre eine artige Summe ein.« Die Katze lief immer voraus und traf Schnitter an. Zu denen sagte sie wieder: »Ihr guten Schnitter, wenn ihr dem Könige nicht sagt, dass das Feld, das ihr schneidet, dem Herrn Grafen von Carabas gehört, so werdet ihr in Kochstücke zerhackt werden, das will ich euch nur sagen.« Da nun der König kam, wollte er wissen, wem alles das Getreide gehörte. »Dem Herrn Grafen von Carabas«, antworteten die Schnitter, und der König freute sich darüber. Die Katze lief immer vor dem Wagen voraus und sagte immer dasselbe zu allen, die ihr begegneten, und der König ward ganz erstaunt über die vielen Güter des Herrn Grafen von Carabas. Endlich kam die Katze in ein schönes Schloss, das einem Popanz gehörte, der ganz unmäßig reich war, denn das ganze Land, wodurch der König gekommen war, gehörte zu diesem Schlosse. Die Katze erkundigte sich sorgfältig, wer dieser Popanz wäre und worin seine Kräfte bestünden, und bat dann um die Erlaubnis, ihm aufwarten zu dürfen. Da sie vor ihn kam, sagte sie, sie habe sein Schloss nicht so nahe vorbeikommen wollen, ohne die Ehre zu haben, ihm ihren Respekt zu zeigen. Der Popanz nahm sie mit aller Höflichkeit auf, deren nur ein Popanz fähig ist, und ließ sie niedersetzen. »Man hat mich versichern wollen«, hub die Katze hier an, »dass sie die Gabe besäßen, gnädiger Herr, sich in alle Arten von Tieren zu verwandeln, dass sie zum Beispiel die Gestalt eines Löwen oder Elefanten annehmen könnten.« »Das ist auch wahr«, antwortete der Popanz, »und um es dir zu beweisen, will ich mich gleich in einen Löwen verwandeln.« Die Katze tat ganz erschrocken, da sie einen Löwen vor sich stehen sah, und kletterte auf die Dachrinne, mit großer Mühe und Gefahr, weil sie Stiefel anhatte, mit denen sich nicht gut auf den Ziegeln marschiert. Als aber der Popanz seine Löwengestalt abgelegt hatte, kam sie wieder herunter und versicherte ihm, sie wäre in Todesangst gewesen. »Man hat«, fuhr sie fort, »noch über dieses sagen wollen, was ich aber kaum glauben kann, dass sie auch die Kraft besäßen, die Gestalt der kleinsten Tiere anzunehmen, zum Beispiel sich in eine Ratte oder Maus zu verwandeln. Ich will Ihnen gestehen, dass ich dies für ganz unmöglich halte.« »Für unmöglich«, versetzte der Popanz, »wir wollen sehen.« Und in dem Augenblicke verwandelte er sich in eine Maus und lief auf dem Fußboden hin und her. Sobald ihn die Katze in dieser Gestalt sah, fuhr sie auf ihn zu, haschte und fraß ihn. Unterdessen war der König an dies schöne Schloss gekommen und wollte es inwendig sehen. Die Katze hörte den Wagen über die Zugbrücke rollen, lief ihm entgegen und sagte zu dem Könige: »Euer Majestät sei willkommen in dem Schloss des Herrn Grafen von Carabas.« »Wie, Herr Graf?« rief der König, »auch dieses Schloss gehört Ihnen.«
Ich habe in meinem Leben noch nichts Schöneres gesehen als diesen Hof und die Gebäude, die ihn einschließen. Ich will doch mit Ihrer Erlaubnis auch das Inwendige besehen.« Der Graf reichte der Prinzessin die Hand, hob sie aus dem Wagen und folgte dem Könige. Sie gingen hierauf in einen großen Saal, wo sie ein prächtiges Gastmahl fanden, das der Popanz für seine Freunde hatte zurichten lassen, die nicht hineinzugehen wagten, weil sie den König hatten kommen sehen. Der König war über die guten Eigenschaften des Grafen ganz entzückt, und seine Tochter war gar in ihn vernarrt, und da der König sah, dass er so reich war, sagte er zu ihm, nachdem er 5 oder 6 Pokale ausgeleert hatte, »Es kommt nur auf Sie an, Herr Graf, ob Sie mein Schwiegersohn werden wollen.« Der Graf machte einen großen Bückling und nahm von Herzen die angebotene Ehre an, und er wurde noch an demselben Tag mit der Prinzessin getraut. Meister Kater wurde ein großer Herr und fing nun keine Mäuse mehr, als nur manchmal aus Liebhaberei und zum Spaße. Ende von Die gestiefelte Katze, gelesen von Hokuspokus.